Willkommen Leute zu einer weiteren Folge von City Survival. Ich wollte schon wieder Minecraft Attack sagen. Ja, und ich habe jetzt mal offscreen hier ein bisschen gespielt und mich weiter vorangemeint. Und ja, es ist auf jeden Fall einiges passiert. Ich habe jetzt ja auch eine Höhle gefunden, wo anscheinend schon jemand war. Ich weiß nicht, wahrscheinlich Ghost PvP, der wohnt ja da oben. In dem einen Haus da über mir und ich glaube mal, dass von ihm das kommt. Und ja, dann müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir hier voranschreiten, beziehungsweise was wir jetzt machen als nächstes. Ja, ich setze erstmal ein paar Fackeln, vielleicht finden wir noch was, aber ich glaube tatsächlich nicht. Also ich denke mal, wenn er hier schon überall war, wird auch alles mitgenommen sein. Ich kann nochmal hier gucken, hier sieht es irgendwie noch ein bisschen unerkundet aus. Ich setze mal überall Fackeln, damit ich das eindeutig erkenne. Aber ich glaube, hier ist wirklich alles schon erkundet. Na gut, dann gehen wir eben wieder hier in den Gang und graben uns vielleicht mal zur anderen Seite. Ich habe jetzt ja einfach mal das Ganze fortgeführt, habe auch schon mehr Eisenspitzhacke und alles gemacht und ja, werde dann hier wahrscheinlich noch ein bisschen weiter Strip-Minen. Vielleicht tue ich mir dann auch mal ein Thema und mache das in der Folge, ich weiß es noch nicht. Ich versuche aber auch hier ein bisschen Offscreen weiterzumachen immer. Je nachdem, wie ich Zeit habe. Heute ging es dann eben mal, weil Samstag ist und ja, mal gucken, wie es dann sonst eben so läuft, ob ich da immer genug Zeit finde oder ob es dann eben auch mal nicht so passt, wie es ja auch in letzter Zeit bei Minecraft Attack immer war. Da hatte ich ja eigentlich auch alles nur noch in den Folgen gemacht, aber das will ich eigentlich gar nicht mal unbedingt. Ich muss einfach mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Es gibt ja jetzt auch sehr viele Projekte und ja, da muss ich eben mal schauen. Auch mit Streetmaster habe ich ja noch hier LPT, da muss ich ja auch immer noch für seinen Kanal mit aufnehmen, was natürlich auch nochmal mehr Arbeit ist. Und ja, Hexit will ich vielleicht auch noch ein bisschen offscreen spielen, hatte ich mal gesagt. Ich weiß es halt nicht. Und deswegen muss ich da eben gucken, wo ich die Zeit dann noch habe. Naja, werden wir sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden und ja, wir gehen jetzt erstmal nach oben und ich mache mal eine kleine Truhe, damit ich erstmal mein ganzes Zeug verstauen kann. Weil ich habe ja schon ziemlich viel jetzt. Also ich habe auch schon Smaragd gefunden, weil wir hier im Extreme Hits Biom sind und ja, wir gucken mal. So, das Hochhüpfen hier, das dauert immer eine Weile. Und Essen brauche ich auch mal, stimmt. Das wäre noch eine wichtige Sache. Und da habe ich auch gedacht, das könnte ich vielleicht in der heutigen Folge machen. Mal gucken. Und ja, jetzt würde ich erstmal gerne... Achso, es ist Tag. Gut. Sonst hätte ich jetzt mal hier Tag gemacht. Aber brauche ich nicht. Und ja, dann mache ich mir erstmal eine Kiste hier. Oder nee, komm, ich mache mal gleich eine Doppelkiste. So. Zack. Und dann hier hin... Ich weiß halt noch nicht, wo ich die jetzt hinstellen soll, weil ich möchte ja auch mein Haus eigentlich bauen und so. Naja, ich stelle sie erstmal hier neben mein Bett. Ich denke mal, das ist ganz gut. Dann können erstmal die ganzen Cobblestones rein, dann Kohle, Gold und so ein Zeug. Eben das, was wir alles unten gefunden haben. Ich weiß nicht, ob ich die Setzlinge jetzt gleich aussehen soll. Ich glaube nicht unbedingt. Wir werden es sehen. Ich werde sicherlich auch gleich nochmal irgendwie farmen gehen. So, da hatte ich auch noch was drin. Dann kann ich das nochmal machen. So, also auch Holzfarmen meine ich jetzt, wollte ich nochmal machen. Müssen wir mal gucken. So. Ja, ich kann ja einfach mal ein paar Tiere töten oder so, was ich jetzt finde. Ja, immer noch null Tote. Mal sehen, wie lange das so bleibt hier. In Minecraft Attack war es ja am Anfang auch so, dass ich eigentlich gesagt habe, yo, ich will eigentlich null Tote behalten. Aber dann hat gleich Delahead mich getötet oder wie das war, ich weiß es nicht. Und da hatte man ja auch, ja, das Inventar immer behalten und das natürlich hier nicht so. Und hier hat man eben den Counter auch direkt oben. Bei Minecraft Attack kannst du das ja nur in den Statistiken so umständlich nachgucken und hier geht's eben dann immer schnell. Und das ist natürlich schön, wenn dann immer eine Null dasteht, ja. Das ist natürlich immer so ein Markenzeichen oder so, keine Ahnung. Oh, scheiße. Jetzt hätte fast eine Eins da gestanden. Weil ich den Schmier nicht gesehen habe, hier zwischen den ganzen Bäumen. So, weg. Okay, Moment. Ich muss erst mal gucken. Also Tiere sehe ich jetzt hier nicht. Hier scheint auch schon wieder alles abgefahren zu sein. Na super, ey. Oh Mann, hier ist auch noch so ein Loch. Ich wusste gar nicht, dass die noch generiert werden in der heutigen Version. Diese komischen Dinger hier. Naja. So, aber ich finde jetzt ja echt nichts. Also auch im Bergbiom werde ich wahrscheinlich nicht allzu viel sehen. Da spawnen ja sowieso mal wenig Tiere. Aber gut, da hat man einen besseren Überblick. Weil, ja, hier ist halt kein Baum und so, ne? Oh. Ja, hier war auch schon mal jemand. Wie ich sehe.
Hier scheint auch nicht mehr viel zu sein, hm? Doch, Hühner. Ja, komm, die nehme ich mir mal mit. Sogar ein Ei. Ich brauche halt unbedingt Essen. Ich kann mal meine Weizenform machen. Das sollte ich vielleicht direkt mal machen oder so. Vielleicht nächste Folge. Mal schauen. Jetzt würde ich erstmal ein bisschen weiter farmen hier. Und ja, mal gucken. So, ich will dann eigentlich auch gleich wieder nach Hause. Also, lange werde ich mich jetzt hier nicht aufhalten. Aber so ein bisschen was muss ich ja auch finden, ne? Damit sich's lohnt. So, toll. Gleich muss ich schon wieder essen. Und da habe ich schon wieder genauso viel reingesteckt, wie ich bis jetzt rausgekommen habe hier. Vor allem so wenige Hühner nur. Das ist echt komisch. Also eigentlich vermutet man immer, dass so ein bisschen mehr da auch kommt. Also hier ist einfach so ein Baby-Lama. Als ob. Keine Erwachsenen-Lamas hier oder was? Ja, die hat vielleicht jemand getötet oder mitgenommen. Und das Baby ist übrig geblieben, ne? Naja. So, hier unten, da kann ich natürlich nicht genau sehen, ob da was ist, weil, ja, das kann man ja nur über eine bestimmte Entfernung immer sehen. Zum Beispiel hier das Hühnchen. Das konnte ich auch jetzt erst sehen, wo ich nah genug dran war, ne? So, dann hier oben. Ah, gibt's da noch was? Ich weiß nicht. Ah, die sind ziemlich weit verteilt, also es ist ein bisschen doof. Und als ob... Hä? Ist er gezähmt, der Wolf? Lol. Ah gut, der gehorcht mir natürlich nicht, deswegen kann ich den nicht aufsetzen. Aber warum ist er gezähmt? Als ob. Und da sind noch ein paar Schweine. Die kann ich mal mitnehmen. So. Ja, es sind einige. Die kann ich auf jeden Fall nochmal hier schlachten, kurz. Mal schauen. Zack. Komm mit. Und ja, dann hier die auch noch. Wir sind auch schon wieder bei 7,5 Minuten. Also ich würde jetzt mich auf den Rückweg wieder machen. Damit ich noch zu Hause ankomme. Oder ich gehe einfach offscreen nach Hause. Das geht auch. Dafür kann man ja hier ein bisschen was mitnehmen. Da muss ich nicht in zwei Folgen schon wieder los. Das wäre halt auch ein bisschen doof. Und mal gucken. Ich versuche auf jeden Fall auch eine Weizenfarm zu bauen. In der nächsten Folge wahrscheinlich dann. Und ja. Oh, da ist ein Dorf. Ja, geil. Soll ich da nochmal kurz hingucken oder hat das vielleicht auch schon jemand gelootet? Hm, vielleicht gucke ich mir das nächste Folge erstmal an. Und dann übernächste Folge kann ich ja ein Weizenfeld oder so bauen. Mal schauen. Dann nehme ich jetzt vielleicht noch eine auf. Eigentlich wollte ich dann Minecraft Attack aufnehmen, aber so geht's vielleicht auch noch. Moment. So, wie viel haben wir? 22 Schweinefleisch. Ja, wollen wir nur mal hoffen, dass da nicht Bassan und Topi dabei waren aus Gronks Let's Play. Ja, das sind ja auch solche Roleplay-Figuren da, wenn man so will. Also einfach seine Hausschweine, die ein eigenes Haus haben. Ja, die Folge habe ich auch erst jetzt gesehen, also erst heute. Naja, so, nehmen wir mal mit hier. Seeds brauche ich ja noch, stimmt. Damit ich einfach ja, auch Weizen anpflanzen kann dann. Und ja, dann gucken wir mal. Da haben wir heute auf jeden Fall eigentlich eine ziemlich produktive Folge gehabt. Es zieht sich halt jetzt so ein bisschen. Wir müssen uns erstmal wieder hochfarmen, ne? Mit einem neuen Projekt. Und ja, mal sehen, wann ich dann mit meinem Haus anfange. Das weiß ich noch nicht. Eigentlich müsste ich einfach mal so drauf losbauen, ne? Ich weiß nicht, das ist eigentlich immer so ein Punkt, den ich immer nicht mache. Also dann traue ich mich immer nicht anzufangen, weil ich immer denke, nee, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt oder so, oder keine Ahnung. Aber eigentlich ist es doch scheißegal. So. Na, komm mit. So. Hier hinten, die kann man auch noch mitnehmen, sehr gut. Das sind ja noch mal einige. Und da haben wir auch schon wieder eine Schlucht, ey. Oder? Ist das einfach nur eine Höhle? Kann es gerade nicht sehen. Ich muss noch mal gucken. Na? Ja, doch, ist eine Schlucht. So, dann gehe ich mal hier hoch. Und dann kann ich mal hier noch weitermachen. Gleich wird die Folge dann auch zu Ende sein schon wieder.
Weil, ja, ich kann jetzt auch nicht ewig aufnehmen. Oder die Folgen auch nicht so lang machen. Ist halt so, wegen Upload. So, Experience lässt sich jetzt mal liegen. Hauptsache, ich kann noch ein paar Schweine holen mir. Und ja, ich hoffe, ich falle auch nicht irgendwie in so eine Schlucht runter. Das wäre natürlich ziemlich ärgerlich, wenn ich wegen sowas dann sterbe. So. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wäre es das jetzt gewesen mit der Folge. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und da gucken wir uns dann mal das Dorf an. Okay, tschüss.